Erst gestern hat der Landtag leider mehrheitlich unseren Vorschlag zur Einführung eines Familienpflegegeldes abgelehnt. Und heute behandeln wir den Vorschlag von Rot-Rot zur Einführung einer Integrationspauschale, und zwar in Höhe von 300 Euro pro sogenanntem Flüchtling, und zwar auch für diejenigen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist, sowie Migranten, die illegal nach Deutschland eingereist sind. Meine Damen und Herren, was hier im Landtag mal wieder passiert, kann man auch ganz einfach formulieren als umgekehrte Diskriminierung unserer Bürger. Und ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen. Sie können Menschen nicht zwingen, sich zu integrieren, wenn sie das nicht wollen. Also sollten Sie lieber Geldmittel für diejenigen bereitstellen, die es wirklich brauchen, und auf berechtigte Hilfe setzen. Einen solch unnötigen und an falscher Stelle gesetzten Mitteleinsatz werden wir sicherlich nicht unterstützen und werden auch einer Überweisung nicht zustimmen. Damit Integration aber auch nur den Hauch einer Chance hat, sollten Sie sich dafür einsetzen, dass Antragsverschleppung beispielsweise in diesem Land endlich mal verhindert wird, dass wir auf Landesebene endlich wieder eine Landesabschiebehaft erhalten und dass die Landesebene endlich sich die Abschiebung an Land zieht, um somit eben auch die Kommunen zu entlasten, Frau Mächtig. Das sollte vielleicht auch in Ihrem Interesse sein. Und wenn wir die Aufmerksamkeit auf die wenigen Bleibeberechtigten, die hier tatsächlich Schutz suchen, lenken würden und dann tatsächlich Unterstützungsbedarf anbieten und Geldmittel auch zur Verfügung stellen, dann wird sicherlich Integration auch gelingen können, aber eben nur für diejenigen, die hier tatsächlich bleibeberechtigt sind und auch schutzbedürftig sind.